Das funktioniert so nicht. So funktioniert unsere Welt nicht. Wie kann man mir Mitleid aussprechen? Das frage ich mich immer wieder. Mitleid bekommen Menschen, die krank sind, die einen schweren Schicksalsschlag hinter sich haben oder erleben müssen. Solchen Leuten gilt Mitleid, aber keiner Schwangeren. Wenn man mir ein krankes Kind wünscht, dann denke ich mir, okay. Hallo, hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute quatsche ich eine Runde mit euch, ganz schön lang quatsche ich. Es geht um ein Thema, das mich sehr beschäftigt hat und immer noch beschäftigt. Dabei ist dieser Look hier entstanden. Ich bin kein Make-up-Artist, ich habe das nicht gelernt. Es ist auch sehr schwierig, sich zu schminken und zu sprechen, wenn es um ein Thema geht, das für mich sehr ernst ist. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß dabei. Es ist was vorgefallen und deshalb habe ich mir gedacht, okay, jetzt erzähle ich mal ein bisschen hier auf YouTube auch drüber. Ich habe es schon auf Instagram angesprochen. Es ist sehr lang, das Video, aber vielleicht müsst ihr hier bügeln oder wollt euch die Fingernägel lackieren oder nehmt euch jetzt einfach ein Glas Wasser, einen Tee oder einen Kaffee, macht es euch gemütlich auf der Couch und dann würde ich mich total freuen, wenn ihr jetzt mit dabei bleibt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und los geht's. Also gut, die ungeschminkte Wahrheit, wir legen direkt los mit meinem Primer. Die Bella ist auch wieder mit am Start. Ja, Bella, was ist denn los? Ich gehe jetzt allerdings nicht auf die Produkte ein. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt sie mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ich versuche euch natürlich alles unten in die Infobox zu schreiben, was ich so benutze. Aber es soll jetzt nicht überwiegend um die Produkte gehen, sondern ich wollte einfach eine Runde mit euch quatschen. Das ist nämlich gerade schon wieder was passiert, was mich ja sehr aufwühlt und mich schon lange beschäftigt. Und darüber quatschen wir heute eine Runde. Aber wir beginnen natürlich mit dem Positiven, ganz klar. Und zwar war ich ja vor ein paar Tagen bei meiner Frauenärztin und ich habe das Baby wieder gesehen. Das war richtig schön. Es hat gegähnt. Das ist so witzig. Es hat übrigens total oft Schluck auf, so wie jetzt gerade. Und das so zu spüren, ist phänomenal einfach. Ja, ich muss jetzt leider alle zwei Wochen zum Frauenarzt, wegen der Schwangerschaftsdiabetes. Das hat mir noch gefehlt, ne? Aber es klappt echt gut. Also am Anfang habe ich mich ja total blöd angestellt. Es kam nämlich kein Blut. Das habe ich euch erzählt. Und dann habe ich ganz, ganz tolle Tipps bekommen. Dafür bin ich echt so, so dankbar und dafür liebe ich auch YouTube, dieser Austausch, auch Instagram. Wenn man irgendeine Frage hat, dann stellt man die seiner Community und da kommen so, so viele tolle Tipps und Antworten. Also das ist eine richtig, richtig tolle Sache. Es gibt natürlich auch negative Seiten, da kommen wir dann gleich dazu. Aber ich war echt dankbar über die tollen Tipps. Vielen, vielen Dank. Die Werte sind im Moment gut, das passt alles, aber wie gesagt, ich muss halt alle zwei Wochen zur Kontrolle. Ja, ist halt jetzt so, mache ich da das Beste draus. Bleibt mir nichts anderes übrig, ne? Ansonsten habe ich mich noch nicht für ein Kinderzimmer entschieden. Und wir haben auch noch keinen Kinderwagen. Da muss ich mich jetzt echt mal kümmern. Aber die Zeit, die verfliegt. Das ist der Wahnsinn, wenn ich gefragt werde, in der wievielten Woche bist du denn? Dann muss ich auf mein Handy schauen, weil ich mir nicht sicher bin. Und gerade am Anfang verging die Zeit überhaupt gar nicht. Also gerade so 8., 9. Woche, ne? Boah, da ging es dann 8+2, 8+3. Und irgendwie ist die Zeit nicht vergangen. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Vor allen Dingen, weil es mir ja so schlecht ging. Und ich einfach nur wollte, dass ich, ja, die 12. Woche überstehe und dann eben meinen Kindern davon erzählen kann. Naja gut, ich werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, was Kinderwagen betrifft, beziehungsweise Kinderzimmer. Das habt ihr euch ja gewünscht, dass ich euch da mitnehmen soll. Mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Bin auch schon sehr gespannt, was es jetzt letztendlich wird. Aber ganz ehrlich, ein Baby braucht am Anfang sowieso nur ein Bettchen, frische Windeln, viel Milch und ganz, ganz viel Liebe von der Mama und vom Papa und von den Geschwistern. Und am besten immer hier schön vorne drauf. Dann ist das Baby zufrieden. Das ist dem Baby total egal, ob es ein Kinderzimmer hat oder nicht. Da machen wir Erwachsenen uns einfach total verrückt. Es ist einfach so, ne? Klar, aber ich möchte es halt schon auch gern fertig haben. Da bin ich auch ehrlich, weil danach, wenn das Baby dann da ist,
hat man sicher ganz viele andere Dinge zu tun. So ist es eben. Ja, aber wie gesagt, da halte ich euch sehr gerne auf dem Laufenden. Aber ich dachte dann immer so, ach nee, hast ja noch Zeit. Und dann sind natürlich 10.000 andere Dinge wichtiger. Naja, egal. Jedenfalls waren wir am Wochenende in München. Da war ich eingeladen zu einem Event. Meine Männer waren auf der Maximilianstraße und haben tolle Autos beobachtet und fotografiert. Da sind die glücklich. Das war richtig schön. Da waren verschiedene Marken, C&A, Ricosta, Pampers, Fisher-Price und Dyson. Zu Dyson bin ich dann auch gleich mal hingegangen und habe denen gesagt, wie ja, enttäuscht ich bin von dem Staubsauger. Also ich habe wirklich mehr erwartet für das Geld, das ich bezahlt habe. Es gibt mehrere Sachen, die mich total stören an dem Staubsauger. Unter anderem, dass man die ganze Zeit diese Taste gedrückt halten muss, damit das Ding läuft. Es wäre halt gut, wenn irgendwie so eine Feststelltaste da wäre. Also das nervt mich tierisch. Die Akkuleistung, das stimmt auch nicht. Also bei mir sind halt mehrere Sachen. Die waren natürlich total begeistert, als ich das denen gesagt habe. Nein, die waren total nett. Und ich finde es einfach auch wichtig, einer Firma zu sagen, was einen stört, damit sie das vielleicht auch besser machen können. Denn wenn mehrere das sagen, gerade mit dieser Feststelltaste zum Beispiel, dann können sie sich das ja mal überlegen, ne, und verbessern einfach. Darum geht's. Man will sich ja nicht rumstreiten. Es geht einfach nur um die Erfahrung und um die ehrliche Meinung, die halt super wichtig ist. Ne? Und wegen dem Event bin ich auch ziemlich kaputt, muss ich sagen. Also es schlaucht schon so übers Wochenende. Hier muss es ja ganz normal weitergehen. Da fragt ja auch kein Mensch, ne, so. Also Wäsche, also der Koffer und der Kühlschrank muss aufgefüllt werden, ne, klar. Aber ich bin so froh, dass ich das Haus immer ganz, ganz ordentlich verlasse. Also das wird es bei mir gar nicht geben, dass ich dann irgendwie heimkomme und alles erst noch aufräumen muss. Boah, das wäre für mich die Höchststrafe. Staub kommt eh, auch wenn man nicht zu Hause ist. Und wie gesagt, man muss sich ja dann wieder um alles andere noch kümmern und das wäre echt schlimm, wenn ich dann hier noch komplett alles aufräumen müsste. Deswegen ist das so eine Angewohnheit von mir. Also wenn wir in Urlaub fahren oder wenn ich zu einem Event fahre, dass ich das Haus immer sauber verlasse und mich dann freue, wenn ich wieder daheim bin. Meine Mama, die hat schon geschimpft und hat gesagt, was? Was machst du denn jetzt in München? Du warst doch erst in Berlin. Die macht sie voll die Sorgen, wie Mamas halt so sind, das kennt ihr bestimmt. Aber die Italiener, zumindest die, die ich kenne, sind mit Schwangeren sowieso sehr, ja, wie soll ich das sagen? Also ich habe immer den Eindruck, die denken, man wäre dann krank und man muss dann total vorsichtig, man kann nichts mehr machen, man kann immer arbeiten und so. Aber man ist doch nicht krank. Also es sei denn, es geht einem natürlich schlecht, dann ist es wieder was anderes. Aber ich habe auch zu meiner Mama gesagt, ja Mama, ich muss es machen. Es ist ja kein anderer da, der es für mich macht. Und solange es mir doch gut geht, ne, mache ich das. Und auf Instagram hat mir eine geschrieben, das fand ich total witzig. Sagt sie, Mensch Heidi, wie schaffst du das den ganzen Tag? Ab heute bist du für mich Heidi-Nator. Wie so ein Duracell-Häschen, hat sie gesagt, wirbelst du den ganzen Tag rum, wie machst du das? Ist dein Tag länger als unserer? Aber ich denke, jeder kann sich vorstellen, was hier so anfällt mit vier Kindern. Der eine muss zum Tennis, der andere muss zum Tischtennis, der andere zum Fußball. Jetzt hat er bei uns die Schule begonnen, sodass ich das ganze Schulzeug kaufen musste. Ja? Also die bekommen am Anfang vom Schuljahr keine Liste, das ist nicht mehr wie in der Grundschule, sondern jetzt sagt dir jeder Lehrer, was er möchte, zu den verschiedenen Stunden. Also nicht am ersten Schultag, sondern an verschiedenen Tagen. Und da bist du echt die ersten Wochen nur am Rennen, dass du alles zusammen hast. Ziemlich nervig, aber so ist es halt, ne? Aber ich finde es total witzig, wenn ihr mir dann solche Sachen schreibt, beziehungsweise auch mal seht, wie mein Alltag so ist, ne? Aber es kann sich ja jeder denken, dass es viel ist. Ja, nur meine Mama, wie gesagt, die macht sich Sorgen. Naja. Ja, und bei dem Event ging es eben auch um ein Thema, das ich jetzt mit euch besprechen möchte.
dass es jetzt sogar schon ein englisches Wort dafür gibt, für Mütter, die sich eben untereinander kritisieren, diese Müttermafia. Und zwar nennt sich das Ganze Mom-Shaming. Und das ist halt so heftig, weil sich das natürlich viele auch sehr zu Herzen nehmen und ich das einfach nicht in Ordnung finde. Also ich habe es euch schon oft gesagt, ich bin der Meinung, leben und leben lassen. Wenn ich zum Beispiel jetzt 4 verschiedene Gerichte am Tag koche, damit jedes meiner Kinder zufrieden ist, ein Beispiel, ist es einzig und allein meine Sache. Ich muss dafür einkaufen, ich muss es bezahlen, ich muss es zubereiten und dann sind wir glücklich. Und wenn das eine andere Mama eben anders macht, ist es für mich auch total in Ordnung. Also ich würde nie auf die Idee kommen und ihr das jetzt schreiben, dass ich das total blöd finde, dass sie das so und so macht. Warum sollte ich das tun? Warum sollte ich mir das Recht rausnehmen? Das ist nicht meine Art. Und es ist natürlich eine Sache, wenn ich euch frage, wenn ich mal euren Rat brauche und ihr mir das schreibt. Es ist natürlich auch völlig in Ordnung, wenn ihr anderer Meinung seid. Ja, wenn ihr das nicht gut findet, was ich mache, aber mir das eben vernünftig schreibt. Und darum geht's, dass viele im Internet einfach mit der Axt durch den Wald gehen. Und ich total oft sage, dass man dafür einen Führerschein braucht. Es kann doch nicht angehen, dass man sich so seinen Mitmenschen gegenüber verhält. Das ist kein normales soziales Verhalten. Nur weil das anonym ist, heißt es noch lange nicht, dass ich den fertig machen muss für seine Art. Oder wie er eben was handhabt. Mir wurde zum Beispiel auch schon geschrieben, was man mir wünscht, dass das Baby krank ist. Es geschieht mir dann recht, weil ich ja schon so alt bin. Ein anderer hat dann geschrieben, was mir einfällt, in meinem Alter noch gewisse Dinge zu tun. Wo ich mir dann so denke, okay, in meinem Alter ist das Leben dann als Paar vorbei. Sowas kann ich zum Beispiel gar nicht ernst nehmen. Der Lidstrich ist gezogen und Augenbrauen soweit auch. Jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren. Also, ich differenziere natürlich ganz klar. Wenn es irgendwas ist, was unter die Gürtellinie geht, dann lösche ich das natürlich auch. Andererseits, wenn es gut gemeinte Kritik ist, die ganz normal formuliert wurde, nehme ich mir das auch zu Herzen, schaue mir das an, überdenke nochmal meine Meinung und nehme vielleicht den Tipp auf oder ich belasse es dabei. Wie gesagt, wir können nicht alle derselben Meinung sein, das ist überhaupt kein Problem. Nur frage ich mich halt oftmals, warum wir nicht zurückschreiben sollen oder dürfen. Wir sind ja dann sofort kritikunfähig. Aber ich denke mir oftmals, wenn ich diese Leute einfach das schreiben lasse, was sie möchten, gebe ich denen ja dazu auch einen Freibrief. Klar, die merken, ach, da kommt ja nichts, dann schreibe ich dem Nächsten mal was Böses, dann beleidige ich mal die nächste Person. Und das geht so nicht. Das ist kein normales Sozialverhalten. Es verirrt sich mal so eine traurige Seele. Und ich schreibe natürlich höflich zurück, wenn ich antworte. Viele sagen dann auch, nee, Heidi, diese Leute wollen genau diese Aufmerksamkeit, lösche es einfach und geh nicht drauf ein. Andere sagen, hey, Wahnsinn, dass ihr sowas lesen müsst unter euren Videos. Die wussten das nicht. Klar, wie auch. Es ist ja unser Kanal, wir haben ja einen Überblick. Nicht jeder Zuschauer geht alle Kommentare durch. Und mir wird dann oft geschrieben, Mensch, Heidi, dass du das noch mit so einem Lächeln und mit so einer Coolness wegsteckst. Wahnsinn, Hut ab. Könnten sie nicht. Man braucht schon ein dickes Fell. Das ist überhaupt keine Frage. Bei manchen Sachen, wie gesagt, die lösche ich einfach. Da weiß ich, okay, das hat halt wirklich jemand geschrieben, der einfach nur beleidigen möchte. Da frage ich mich dann aber wiederum, wie gehen diese Leute eigentlich mit ihren Mitmenschen um? Und deshalb bin ich der Meinung, dass es wichtig wäre, gerade an Schulen, mal eine Schulstunde einzuführen über Social Media. Wie verhalte ich mich im Internet? Also das finde ich so wichtig. Wir Eltern können natürlich viel mit unseren Kindern reden, aber ich merke ja, dass es bei manchen Familien wohl nicht der Fall ist. Also oft, wenn ich das lese, denke ich mir, Kind Gottes, aus was für einem Familienumfeld kommst du? Hast du Freunde? Hast du Leute, die dich lieben? Gehst du so auch mit denen um? Also auf der Straße würde mich ja auch keiner so anquatschen. Das traut sich ja dann keiner. Und warum macht man es dann im Internet? Weil es natürlich anonym ist, klar. Aber auch da sollte man das nicht tun.
Warum machen das diese Leute? Sind die unzufrieden? Viele schreiben dann natürlich auch, nee, Heidi, lass die einfach gehen, die sind neidisch. Warum habe ich dieses Gefühl nicht? Mir ist es auch total egal, was der Nachbar oder die Nachbarin für ein Auto fährt, was die für einen Fuhrpark haben oder für ein Haus. Die müssen dafür morgens aufstehen, nicht ich. Mir ist es auch egal, was bei denen zum Mittag auf den Tisch kommt. Oder, weil ich halt einfach mir denke, ich mache das genauso, wie es für uns richtig ist. Warum schaffen das manche Menschen nicht? Das finde ich sehr, sehr schade. Und da kommen wir jetzt eben zum Beispiel, was heute Morgen passiert ist in der Schule. Einer meiner Söhne wird total beleidigt per WhatsApp, wird total beschimpft, wirklich. Also diese Wörter kann ich jetzt natürlich nicht sagen, aber es sind wirklich ganz, ganz massive Beleidigungen. Und ich spreche dann mit meinem Sohn und sage, hier, lass den einfach in Ruhe, ignoriere den, lauf einfach weiter oder geh aus dieser Klassengruppe raus. Frag mich dann aber schon, warum dieses Kind das macht. Also weiß das die Mutter, dass das Kind solche bösen Dinge schreibt? Natürlich ist es schwierig für Kinder, also für meinen Sohn jetzt zum Beispiel, weil die sind ja noch jung, einfach drüber zu stehen. Für uns Erwachsene ist das kein Problem. Ja, so wie bei mir jetzt mit so einem Kommentar, lösche ich, ne, von wegen, ja, hoffentlich bekommst du ein krankes Kind, lösche ich, denk mir, okay, vergiss es einfach, ne. Aber für ein Kind ist es schon schwierig, das zu verarbeiten. Und deswegen habe ich dann auch mit der Rektorin gesprochen, dass es doch schön wäre, wenn an Schulen einfach mal sowas eingeführt wird. Ne? Dass man die Kinder darauf vorbereitet und die darauf auch sensibilisiert. Natürlich sagt die Rektorin, was mittags passiert oder was mit den Handys passiert, das geht die Schule nichts an. Klar, sehe ich natürlich auch ein. Die sind ja nicht dafür da, unsere Kinder zu erziehen. Dafür sind wir verantwortlich, wir Eltern. Aber man sieht ja, dass es in manchen Elternhäusern nicht so funktioniert. Und es ist nicht richtig, dass dann unsere Kinder das über sich ergehen lassen müssen, ja, weil es gibt natürlich auch Kinder, die das total belastet. Und mein Sohn findet es nicht in Ordnung, dass ich so beleidigt werde, ja, von diesem Kind. Ja, anderes Thema noch. Ich habe auch noch einen Kommentar bekommen, also hier jetzt nur ein Beispiel, ne, auch von jemandem, der mit Sicherheit sehr jung ist. Wenn das Kind da ist, wird es nicht lang dauern, bis der Macker gehen darf. Sie hat dann das Haus und er darf fürs Kind zahlen. Ja, das sind so Sachen, wo ich mir denke, ne, löschen, ja, das sind halt Leute, die haben dann scheinbar nichts zu tun. So, kommen wir jetzt mal ganz kurz zu den Zeilen, die ich mit euch auf Instagram geteilt habe, weil ich mir da wirklich viele Gedanken zugemacht habe und das einfach mit euch teilen wollte. Und zwar hat mir eine geschrieben, normalerweise kommentiere ich nicht, aber das ist ja mal sowas von eindeutig, dass es schon wieder ein Junge wird. Das tut mir wirklich leid für dich. Also das stand unter dem Video zu meinem Haul, da hatte ich euch ganz neutrale Sachen eben fürs Baby gezeigt. Dann kam eben dieser Satz, wir wollen uns überraschen lassen, mein Mann und ich, wir wissen nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Ich finde es in Ordnung, wenn mir jemand schreibt, Mensch Heidi, du hast so einen Spitzenbauch, du bekommst bestimmt einen Junge oder dein Mann hat dir rosa Rosen gebracht, du bekommst bestimmt Mädchen. Aber wenn man das lieb schreibt, aber wie kann man mir als Schwangere Mitleid aussprechen, wenn es denn dann wieder ein Junge wird? Das wissen wir ja noch nicht. Ich fand das ein bisschen schade. Ich habe das durchgelesen und habe mir erst gedacht, sie meint es bestimmt nicht böse. Meint sie bestimmt auch nicht. Aber es ist genau das Thema, was ich vorhin angesprochen habe. Es kommt auf die Art drauf an, wie man das formuliert und wie man es schreibt. Denn uns ist es ganz egal, was wir empfangen dürfen. Wir freuen uns von Herzen über einen Jungen und über ein Mädchen, denn für uns ist es einfach ein Wunder der Natur. Für uns ist es nichts Selbstverständliches, nur weil ich jetzt schon 4 Jungs gemeinsam mit meinem Mann habe, ist es für mich, wie gesagt, nicht selbstverständlich. Und das fand ich so schade. Und ganz viele auf Instagram haben sich auch über diese Zeilen wirklich sehr gewundert. Eine hat zwar dann geschrieben, naja, es scheint dich doch sehr zu ärgern, weil du jetzt hier so ein Fass aufmachst.
Irgendwann ging es auch nicht mehr um diese Zeilen, sondern es ging einfach nur darum, Menschen so ein bisschen zu sensibilisieren, dass man sowas nicht schreiben kann. Das ist einfach, ja, total traurig für mich, sowas zu lesen. Versteht ihr, wie ich meine? Und deshalb sollte man immer darauf achten, was man schreibt. Und ja, das wollte ich euch jetzt einfach mal sagen. Es kommen ab und an auch mal wirklich total komische Sachen. Aber wie gesagt, das hält sich Gott sei Dank in Grenzen. Und ich versuche das dann immer, ja, nicht so an mich ranzulassen. Aber es ist nicht immer so einfach, ne, wie es aussieht. Und deshalb teile ich das Ganze eben auch mit euch, damit ihr sowas auch mal seht. Und ja, jetzt mache ich mir mal die Haare, damit ich hier auch mal fertig werde. Ich muss dringend zum Friseur, meine Lieben. Ja, soviel zum Thema. Alter? Nein, denn mit 29 hatte ich auch schon ein paar graue Härchen. Ist halt leider so. Also, meine Lieben, ich könnte dieses Thema noch ewig und 3 Tage ausführen. Ich könnte da ewig drüber quatschen. Es gibt so, so viele Beispiele, wo ich mir dann einfach viele Gedanken zu machen. Melisandro, sein Spind wurde zum Beispiel in der Schule aufgebrochen, ja. Und dann sollte er ins Sekretariat, sollte Bescheid sagen, das wollte er nicht. Und da habe ich gesagt, ja, Melisandro, aber wenn man das nicht anmerkt oder wenn man da nicht Bescheid sagt, dann weiß es keiner. Und die Person, die das gemacht hat, denkt sich, es wäre völlig in Ordnung. Und das ist es nun mal nicht. Wir müssen nicht immer die Füße stillhalten und das Ganze einfach mal so auf Seite schieben. Wir dürfen auch was sagen, ja. Und genau eben auch auf Social Media oder mit unseren Mitmenschen einfach ganz normal umgehen und sie auch mal wissen lassen, dass sie irgendwas toll machen und gut aussehen. Es kostet mich nichts und ich breche mir auch keinen Zacken aus der Krone, wenn ich eine hätte, wenn ich jetzt meiner Nachbarin sage, was für eine schöne Hose sie anhat oder was für einen tollen Garten, wie toll sie das macht, da freut sie sich ja auch drüber. Das kostet uns das, es kostet uns gar nichts und der andere freut sich. Und deshalb finde ich es eben total wichtig, dass wir miteinander auf eine Ebene hier auf Social Media umgehen, die für uns alle passt. Und mir ist es halt total wichtig, dass meine Kinder das eben erfahren und lernen, dass man hier auf Social Media vernünftig miteinander umgeht, so wie man es eben auch draußen hier im privaten Umfeld macht und, ne, und sich denkt, ach ja, mich kennt ja hier keiner, ich darf machen, was ich möchte. Das funktioniert so nicht. So funktioniert unsere Welt nicht. Das kann einfach nicht gut gehen auf Dauer. Ne? Ja. Okay, meine Lieben, also das war es jetzt soweit von mir. Ganz schön viel gequatscht. Ich hoffe, dass euch trotzdem das Video gefallen hat. Meine Gedanken dazu. Ihr könnt mir sehr, sehr gerne eure Meinung natürlich schreiben. Ganz, ganz klar. Da freue ich mich auch drüber, über den Austausch. Auch wenn ihr anderer Meinung seid, das ist alles überhaupt kein Problem. Schreibt mir das sehr, sehr gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich, von euch zu lesen. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass ihr dann beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!